das wird jetzt nicht ganz leicht für Professor Meinl vom HPI und für mich, die Energie im Raum zu halten. Wir werden es trotzdem versuchen, denn zumindest für diejenigen unter euch, die ebenfalls die Frage beschäftigt, wie können wir mehr Wissen aus dem Netz rausholen, also aus den Informationen, die wir im Netz abgelegt haben. Für die wird es jetzt weiter interessant bleiben. Schlichtweg deshalb, weil unser Interviewgast im Interview Brand 1 Interview Stream Experte ist für die Frage, wie bekomme ich mehr Wissen raus und wie finde ich das, was im Netz drin ist. Herzlich willkommen, Professor Meinl vom Hasso-Platten-Institut. Okay. Lassen Sie uns kurz hinsetzen. Es ist nicht schwer festzustellen, dass da in digitalen Systemen verdammt viele Informationen abgelegt wurden. So viele, dass es uns oft schwerfällt, die relevanten zu identifizieren. Wie bekommen wir das besser hin? Also die Suchmaschinen sind natürlich zunächst mal das Eintrittstor in die Welt des World Wide Web, in die Informationen, die dort bereitgestellt sind. Und es ist erstaunlich, was man mit Suchmaschinen alles finden kann. Wenn wir auch glauben, dass das noch nicht am Ende ist, was man finden kann. Wenn man mal guckt, was die Suchmaschinen machen, dann ist das nicht, dass das Keyword, was wir eingeben, gesucht wird, sondern die suchen nach der Buchstabenfolge. Ganz unverstanden, was das Wort bedeutet, wird nach der Buchstabenfolge gesucht. Und Texte, wo die Buchstabenfolge häufiger vorkommt, die werden für wichtiger gehalten als andere Texte. Es ist erstaunlich, dass dabei auch viel Sinnvolles gefunden wird, aber es wird eben auch viel nicht gefunden, was mit so einem Synonym zum Beispiel beschrieben ist. Oder wo da eine andere Form dieses Wortes die Information beschreibt, die ich suche. Was sind denn die Pfade, um Suche in Zukunft zielführender zu machen? Oder mit anderen Worten, um Nutzer schneller zu den Inhalten heranzuführen, die sie eigentlich suchen oder brauchen? Also in der Informatik sehen wir da drei große Arbeitsfelder. Manchmal spricht man deshalb auch vom Web 3.0. Das eine Arbeitsfeld ist unter der Überschrift Social Web, soziale Interaktion. Das zweite Feld ist Semantic Web. Wie kann ich eine Maschine dazu bringen, mich zu unterstützen beim Suchen? Und das dritte ist dann das Service Web. Wie können Maschinen untereinander agieren? Wenn wir mal mit dieser sozialen Aktion anfangen. Wir Menschen gucken auf eine Information und verstehen sofort, was die bedeutet. Wir haben einen Blick, Kontext und wir wissen, worum es geht. Mit den Systemen wie Wikipedia, mit dem Tagging und mit anderen Techniken macht es das Web sehr leicht, diese Erfahrung, diese Erkenntnis des Einzelnen der Community zugänglich zu machen. Also zum Beispiel, indem ein Text dann mit einem Keyword oder mit einem Tag versehen wird, der dann anderen Suchenden hilft, diesen Text wiederzufinden und ihn richtig einzuordnen. Ich glaube, der eine oder andere hat es hier schon gemacht. Wie kommen wir auf die nächste Ebene, dass das besser funktioniert als heute? Weil auch das hat vielleicht Dinge verbessert, aber zumindest aus unserer Wendung, aus meiner Wahrnehmung, Suche noch nicht dahin gebracht, wo sie eigentlich sein sollte. Das Problem mit dem Taggen und dem Beitragen ist, dass natürlich jeder auch eine Information anders versteht und anders beschreibt. Ein zweiter Weg ist die Frage, kann ich Maschinen nutzen? Das ist dieses Semantic Web. Kann ich nicht irgendwie eine Ebene schaffen über der Information im Web, wo die Bedeutung dieser Information maschinell erklärt wird und in dem Sinne auch von einer Suchmaschine erfasst werden kann und beim Suchen unterstützt werden kann? Da gibt es ganz erstaunlichen Fortschritt, aber das ist sehr, sehr aufwendig, weil ich ja alle Informationen noch mit dieser Bedeutungsinformation versehen muss, die dann der Suchmaschine, die mir als Menschen das Gefühl gibt, die Suchmaschine würde den Inhalt auch verstehen dieser Informationen, die ich suche. Vor 5 oder 8 Jahren war semantisches Web ja sicherlich auf der Buzzword-Bullshit-Bingo-Skala ganz oben. Ist mit wahnsinnig viel Versprechen im Grunde in die Technologiewelt gekommen. Und wenn wir heute auf Wolfram Alpha den Suchbegriff semantisches Web eingeben, dann bekommt man keine Antwort. Das finde ich so ein bisschen unfassbar.
Das habe ich noch nicht probiert, aber das wäre natürlich sehr, sehr symptomatisch. Es ist so. Es ist so. Sehr symptomatisch. In der Informatik, wo wir Sachen im Web, Sachen haben, die man nicht so richtig anfassen kann, wird zu Beginn immer sehr schnell übertrieben. Dann gibt es so ein Buzzword, dann wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und alle Leute sprechen davon. Bis das aber Wirklichkeit wird oder bis ein Teil dieser Ideen verwirklicht ist, dauert es immer eine ganze Reihe von ernsthafter Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Auch beim Semantic Web erleben wir dieses. Es gibt Bereiche, wo da wirklich inzwischen viel erreicht wurde. Welche? Ganz enge Bereiche. Also zum Beispiel kann ich im medizinischen Bereich Informationen über Bedeutung miteinander verknüpfen. Es sind Expertensysteme in Produktionsumgebungen, die da exemplarisch mal nachweisen, wie das gehen kann. Nur wir wollen natürlich nicht nur einen kleinen Expertenbereich mithilfe der Semantik-Web-Technologien unterstützt durchforsten können, sondern wir wollen das ganze Wissen der Welt finden. Und da werden wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Diese Versprechen realisieren sich dann in einzelnen Projekten, die dann auch wirklich inhaltlich etwas voranbringen. Allerdings viele der Anfangsversprechungen werden am Ende nicht erfüllt sein. Wir kennen das in der Informatik, künstliche Intelligenz war vor 20, 30 Jahren das große Stichwort. Heute ist man da sehr vorsichtig mit dem Gebrauch und genauso beim Web. Jetzt hatte ich aber neben diesem Social- und Semantik-Web noch die dritte Kategorie, dieses Service-Web. Das ist vielleicht das Abstrakteste, dass sehr viele Überlegungen, XML, Sie sind Fachleute, alles dazu dient, dass man diese Daten auch von Maschinen erfassbar macht. Also dass man Maschinen miteinander interagieren kann im Netz, nicht nur der Mensch mit einer Suchmaschine, sondern auch verschiedene Webservices untereinander, die Wissen zusammentragen. Also die, was die eine Maschine an Zugang oder Zusatzinformationen hat, das kombinieren zu können mit dem, was eine andere Maschine als Wissenszugang hat, um am Ende dem Nutzer einen Mehrwert zu bieten. Das ist das, was man unter diesem Service-Web beschreiben könnte. Können Sie uns dafür ein Beispiel geben, wo das schon ganz gut funktioniert und wo auch für uns klar wird, dass durch quasi Maschinen, kluge Maschinen werden von noch klügeren Maschinen gesteuert, um dem Nutzer einen intellektuellen Mehrwert zu bieten? Also ich will mal ganz profan sagen, wenn man eine Reise bucht, dann hat das ja verschiedene Aspekte. Dann sind das also die Fragen Flugzeug, die Abflugzeiten, die Transport zum Flugzeug hin, das Hotel, die Bezahlung. Das sind alles von speziellen Webservices gebotene Informationen, die sich dann unter so einer Reisebüro-Software automatisch miteinander interagieren, sodass ich als Nutzer nicht hingehen muss, wenn ich den Flug gefunden habe, den Bezahlservice zu finden, dann den Kreditkartenservice, dann den Taxiservice, sondern dass das de facto wie aus einer Hand sich mir darstellt, obwohl im Hintergrund sehr verschiedene solche automatische Webservices agieren. Das Hasso-Plattner-Institut, dank der des warmen Regens, den sein Gründer über es regnen lässt, regelmäßig, hat ja auf der einen Seite die Chance, umfangreich zu forschen, auf der anderen Seite betreiben Sie auch intensiv Lehre. Wie speichern Sie denn das Wissen in der Forschung so ab, dass es in der Lehre nutzbar wird? Das ist schon eine sehr schwierige Frage. Also wir sind von der Zahl der Studenten ein relativ kleines Institut. 500 IT-Systems, Engineering-Studenten haben wir etwa zurzeit. Und die nehmen an diesen Forschungsprojekten teil. Das ist, glaube ich, durch Menschen die Teilhabe, das ist der geschickteste Weg. Was wir aber auch machen, ist all unsere Lehraktivitäten aufzuzeichnen. Aufzuzeichnen jetzt nicht nur das Video des Vortragenden, das ist in den nicht technischen Fächern ganz gut, sondern in den technischen Fächern, die Vorlesungen bestehen ja aus sehr viel Detailwissen, wo zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation gezeigt wird, wo ein Schaltkreis gezeigt wird, wo eine Animation
etwas unterstützend erklärt, wo in Filmen, in Videofilmen benutzt wird, um zum Beispiel jetzt, wenn Operation erklärt wird im medizinischen Bereich, das auch mit Bildmaterial zu untersetzen. Was wir also machen, wir zeichnen synchron auf das, was auf das Video, das Vortragen und das, was er präsentiert. Das ist unser Teletask-System und da gibt es ein großes Portal www.teletask.de. Alle diese Vorlesungen und Konferenzen, die bei uns stattfinden, Diskussion, zum Beispiel sowas wie heute könnte man dort auch finden, wenn sie im Hasso-Plattner-Institut stattfinden, aufgezeichnet werden. Aber wahrscheinlich zielte Ihre Frage. No, das ist relativ traditionell, ne? Dass ich irgendwie aus einem Video, was im Netz steht, irgendwas lernen kann. Das ist relativ selbsterklärend. Was wäre die nächste Stufe, die nächste Entwicklungsstufe und wie kommen da die sozialen Elemente rein, die Sie am Anfang angesprochen haben? Also dieses, dass man diese Videos, Sie sagen, traditionell sehen kann, das ist richtig. Was bisher nicht gelungen ist bei diesem E-Learning oder Teleteaching, wie das alles heißt, ist, wie kann ich den Lerner stärker einbeziehen? Und wenn man mal guckt, das Studentenleben, wenn man in die Schulen guckt, ist Lernen eigentlich etwas sehr Soziales. Das ist nicht, dass ich alleine vor einem Bildschirm sitze und mir dann ein Video anschaue, unterbrochen, wegrenne, beim zweiten Mal gar nicht mehr große Lust habe, das wieder anzufangen, anzugucken. Und da gibt es diese momentane Entwicklung der MOOCs, der Massive Open Online Courses, die hier einen ganz neuen Schwung reingebracht hat. Idee besteht, stell nicht mehr das Wissen einfach ins Netz, sondern sag, stell Kurse zusammen und sag, am nächsten Montag geht's los. Und dann lade Lernwillige ein, sich damit zu befassen und bereite ihnen auch ein soziales Medium, eine Diskussionsplattform, wo sie das gerade Gelernte miteinander und mit den Lehrenden diskutieren können. Wir haben ein solches Experiment gestartet im letzten Jahr, openhpi.de, bieten Kurse an in Memory, Internetworking, zurzeit läuft ein Kurs über die Grundlagen des Datenmanagements mit SQL. 6 Wochen sind die immer lang. Und 6.000 sind im Moment in dem Datenbankkurs, in dem Internetworking-Kurs waren 10.000 Teilnehmer, in dem In-Memory-Kurs, den Hasso Plattner selber gegeben hat, waren 13.000. Also eine sehr große Zahl, sodass in diesen Diskussionsforen richtig Betrieb ist. Alle 5 Minuten ist dort was Neues und auf diese Weise entsteht eine Bindung, dass es Sinn macht, nicht nur das Video anzusehen, sondern dass es Sinn macht, auch die Diskussion zu verfolgen. Sie gehören zu den Aktiven, aber typischerweise im Netz sind so 10%, die sich von den registrierten Teilnehmern, die sich dann auch aktiv in den Diskussionsforen äußern. Das sind aber, wenn da 10.000 Teilnehmer sind, dann schon 1.000 Diskutanten, die über einen fachlichen, wie funktioniert das Internet oder wie geht Datenbankmanagement, diskutieren. Und das ist sehr, sehr lehrreich. Nicht nur für die Lernenden, sondern auch am Ende für die Lehrenden. Wo nämlich gefragt wird, ja, was bedeutet das unter den und den Umständen? Und dann weiß einer aus dem Netz vielleicht sogar besser Bescheid als der Professor und trägt sein Wissen bei. Also das ist eine neue Form, die soziale Interaktion mit dem Lernen verknüpft. Und genau das, was zurzeit ja so groß diskutiert wird, als die Technologie, die soziale Technologie, die Universität im Grunde skalieren kann und auch global Wissen verfügbar machen kann für Menschen, die nie und nimmer die Chance hätten, in Stanford oder bei Ihnen oder wo auch immer so einen Kurs zu machen. Wie groß wird das? Wird das irgendwann die Universität abschaffen? Braucht man dann eigentlich nur noch irgendwie kleine Zellen von tollen Lehrenden, die wahnsinnig klug kuratierte Online-Kurse ins Netz stellen und der Rest funktioniert dann eigentlich digital vermittelt? Also es wird so sehr diese Diskussion auf die Universitäten bezogen. Für mich ist das über die Universität hinausgehend, diese Online-Kurse, diese interaktiven Online-Kurse, wo spielerische Elemente des Feedbacks dabei sein, dass ich lerne, habe ich es verstanden, dass ich das überprüfen kann, dass ich mit anderen diskutieren kann. Das trifft für vor der Universität, für Schüler, die da auch bei uns aktiv sind. Das trifft aber für den immer länger werdenden Bereich des lebenslangen Lernens. Als Student kann ich noch zu einer Universität gehen und ich glaube, die Universität wird auch nicht abgeschafft werden, weil in der Sozialisierung der jungen Leute, das ist die erste Station, wo man dann unabhängig vom Elternhaus selber im Leben lernt, seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Das ist
kein Problem. Nur wenn man dann gerade als Informatiker im Laufe der Berufstätigkeit weiterlernen muss, da kann man nicht immer wieder zur Universität gehen. Da ist man in einer anderen Stadt, hat Familie. Dort braucht man Formen dieses Online-Lernens und diese Form dieser massiven interaktiven Online-Kurse bietet da wirklich eine gute Möglichkeit. Ich möchte Sie einladen, da mitzumachen, nicht nur beim OpenHPI, sondern es gibt in den USA auch berühmte solche Angebote über die Fächer verteilt. Wir bei uns machen das mit Informatikwissen, was wir unseren Studenten anbieten und wo wir durch dieses OpenHPI sagen wollen, wir öffnen unsere Tür für jeden Interessierten. Studieren Sie auch noch bei Herrn Thun bald? Bei Herrn Thun nicht, aber bei meinen Kollegen. Auf OpenHPI. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank für die Information. Ja. Bei uns hier auf der Bühne mit Brand 1 Talk geht es um 14.30 Uhr weiter mit dem Freund, Kollegen, publizistischen Mentor Wolf Lotter. Vielen Dank, Professor Meinl vom HPI. Danke.